Ich glaube, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die nicht so simpel gestrickt ist, dass hinter allem, was an Kack passiert, eine große Maschinerie stecken würde, die in sich homogen funktioniert und die genau den einen zentralen Widerspruch hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine der zentralen Fragen schon die Frage um Geld- und Eigentumsverteilung. Und ich glaube, dass es eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis ich für mich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, ein Justizsystem zu haben, was bestehende Reichtums- und Machtunterschiede konserviert oder sogar noch verschärft. Und das schon so ein Punkt ist, wo ich denke, ui, das ist ja ganz schön bitter, dass die wenig haben, jetzt auch noch das Wenige weggenommen kriegen, damit es zu denen hin verteilt wird, die mehr haben. Und das sind auch die Gesetze prägen, die regeln, dass von denen, die wenig haben, an die viel haben, verteilt werden kann. Und dann gibt es auch noch die Polizei, die irgendwie das Gleiche tut, nämlich die Interessen derer, die viel haben, gegen die das ausbaden müssen, zu verteidigen. Also das ist schon was, was sich halt mit der Zeit in ein Gesamtbild gefügt hat, wo ich jetzt aber nicht sagen könnte, das ist genau der Knackpunkt, sondern es ist halt ein komplexes System mit Mechanismen, die ich an ganz vielen Stellen wiederfinde. Ich habe auch keine Lust, so Realpolitik gänzlich zu verteufeln. Ich glaube, dass es schon immer wieder Leute gibt, die an bestimmten Punkten schon sinnvolle Arbeit leisten. Ich bin dankbar dafür, dass es Leute gibt, über die man irgendwelche kleinen Anfragen stellen kann und die daraufhin an irgendwelche Transportdaten zu Atomtransporten rankommen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass eigentlich das Parlament, in dem die sitzen, abgeschafft gehört. Das ist natürlich immer so ein Dilemma, in dem ich mich da befinde, dass ich ein Stück weit auch Werbung mache für die Strukturen oder sie stärke, wenn ich mit den Mitteln, die sie halt vorgeben, da drin auch arbeite. Aber in dem Widerspruch lebe ich halt. Also da komme ich nicht raus, dass ich, wenn ich mich dem komplett verweigern würde, wäre ich wieder bei meiner kleinen Öko-Oase irgendwo im Nichts, in der ich mich verbarrikadiere und hoffentlich nicht rausgucke. Also direkte Aktionen sind nicht per se anarchistisch. Direkte Aktionen können auch alles andere als anarchistisch sein. Direkte Aktionen kann ich für ganz viele Ziele benutzen. Das ist ja mehr so ein Werkzeugkoffer, würde ich sagen. So wie ich halt eine Bohrmaschine auch für sinnvolle Dinge und für totalen Quatsch benutzen kann, kann ich das mit direkten Aktionen auch. Andersrum glaube ich aber schon, dass jedenfalls zu meinem Verständnis von Anarchismus auch eine gewisse Aktivität im widerständigen Bereich dazugehört. Also ein Dinge nicht einfach so passieren lassen und auf der anderen Seite was Eigenes aufbauen, sondern ein sich aktiv einmischen in Vorgänge, die mich irgendwie nerven und das dann konsequenterweise, dass nichts sein kann, was an irgendwen appelliert, was irgendwelche Machtstrukturen akzeptiert, was irgendwelche Herrschenden akzeptiert und sagt, bitte macht es ein bisschen anders. Dementsprechend bin ich dann relativ schnell an dem Punkt, dass das zwingend direkte Aktionen in dem Sinne sein müssen, dass sie direkt in irgendeinen Vorgang eingreifen. Also gar nicht in dem Sinne, dass sie irgendwas kaputt machen, aber in dem Sinne, dass sie mit Normalität auf eine Art und Weise brechen, die nicht an irgendwelche besseren Regierenden appelliert, sondern irgendwas selber macht im weitesten Sinne. Und ich glaube, das, was Widerstand so effektiv macht, ist die Mischung. So, dass es immer mal Dinge gibt, die medial ganz groß werden und dass es immer mal Dinge gibt, die wirklich Prozesse verteuern, die Prozesse erschweren. Also wenn ich meine Firma nicht mehr am Laufen halten kann, ohne jede Baustelle, die ich mache, bewachen lassen zu müssen, überlege ich mir dreimal, wo ich was neu baue. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz realer Einfluss direkter Aktionen auf irgendwelche Vorhaben. Und genauso ist es natürlich aber auch so, dass es einen Effekt hat auf Politik, nur dass Politik nicht mein Adressat ist, sondern ich glaube, die Politik muss notgedrungen nachziehen, wenn ich es hinkriege, eine Debatte anzustoßen, die groß genug ist, um Politik unter Druck zu setzen. Also es ist eher so, dass
dass ich hoffe, Debatten so zu verändern, dass es irgendwie eine Diskursverschiebung gibt, die dazu führt, dass Leute sagen, nee, wir lassen das so mit uns nicht machen, und Politik da drauf guckt und sich denkt, ui, die haben uns ja gar nicht drum gebeten, das besser zu machen, aber wir kommen nicht umhin, es besser zu machen, weil sonst rebellieren die uns hier alle. Lass mal irgendwie das befrieden. So, das ist aber natürlich auch die große Gefahr daran, dass versucht wird, widerständiges Potenzial mit Sachen zu befrieden, die so kleine Häppchen sind. Also der Anti-Atom-Bewegung zu sagen, ja, ja, in 10 Jahren legen wir das still, okay, na, bis auf die Urananreicherung und die Brennelementefabrik, aber eigentlich legen wir das irgendwann auch mal still, und die Leute glauben es und gehen tatsächlich nicht mehr auf die Straße. Das ist natürlich eine der zentralen Herausforderungen, das dann als Mogelpackung zu enttarnen und da dann wieder zu sagen, ey, nee, das ist nicht so, und da müssen wir weiter dranbleiben.